Guten Tag, mein Name ist Klaus Michael. Ich bin Energieberater im Niedrigenergieinstitut in Detmold und ich zeige Ihnen heute ein Energieberatungsvideo über Sole-Luft-Wärmetauscher, die man zur Luftvorwärmung und zur Luftvorkühlung bei Lüftungsanlagen einsetzen kann. Ich schiebe mich dazu erstmal auf die Seite, dass ich hier aus dem Bilde bin und Sie die Präsentation sehen können. Sole-Luft-Wärmetauscher sind ein Zubehör zur Lüftungstechnik. Und sie passen nicht zu jeder Lüftungstechnik, sondern nur zu mancher Lüftungstechnik. Deswegen erstmal kurz, wo es passt und wo es nicht passt. Hier ist links ein Haus mit Fensterlüftung. Fensterlüftung hat keine Wärmerückgewinnung. Da könnt die kalte Luft kommt zum Fenster rein, die warme Luft geht zum Fenster raus. Da lässt sich leider kein Sole-Luft-Wärmetauscher dazu einbauen. Es gibt auch Häuser, die haben dezentrale Lüftungsanlagen. In jedem einzelnen Zimmer ist eine kleine Lüftung, die frische Luft reinlässt und verbrauchte Luft rausströmen lässt, teilweise mit Wärmerückgewinnung. Aber auch hier geht ein Sole-Luft-Wärmetauscher leider nicht, weil es den nicht für jedes Zimmer gibt, so klein. So, und dann gibt es Häuser, die haben zentrale Lüftungsanlagen auf dem Dachboden oder im Keller installiert, versorgen daraus die Zulufträume mit frischer Luft und saugen aus Küche, Bad und Klo ab und pusten das dann übers Dach wieder raus. In solchen Häusern geht ein Sole-Luft-Wärmetauscher einzubauen. Also diesen Video brauchen Sie nur angucken, wenn Sie entweder ein Haus mit zentraler Lüftungsanlage haben oder eines solches bauen wollen. Wenn Sie nicht eine zentrale Lüftungsanlage haben oder bauen wollen, brauchen Sie dieses Video gar nicht anzugucken. Viele Leute wissen gar nicht, was ein Sole-Luft-Wärmetauscher ist. Ich habe den vor 25 Jahren ungefähr erfunden und auf den Markt eingeführt. Und ich will auch gleich dazu sagen, dass ich solche Geräte auch herstelle und verkaufe. Aber der Zweck dieses Videos ist, darüber aufzuklären, wofür man sie brauchen kann. Ich zeige nachher auch die Konkurrenzprodukte. Ne? Und dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen zu der Frage, was der Anlass war, so ein Gerät zu entwickeln. Wenn man den Lüftungswärmebedarf eines Hauses, also den Wärmebedarf, der dadurch entsteht, dass man ja lüften muss, verringern will, dann muss man Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung einbauen und nicht die warme Luft zum Fenster rauslassen und die kalte zur Fenster- oder zur Türritze reinkommen lassen. Und diese Wärmerückgewinnungsanlagen sind besonders im ganz kalten Winter wichtig, weil ja dann, wenn man übers Fenster lüften würde, besonders viel Wärme rausgeht und viel Kälte reinkommt, weil dann große Temperaturunterschiede bestehen. Nun ist es aber so, dass gerade die sehr effizienten Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung im Winter, wenn es draußen sehr kalte Luft hat, also minus 10 Grad zum Beispiel, einfrieren können. Und dann bleiben sie stehen. Und dann hat man gerade dann, wenn es ganz kalt ist, keine wirksame Lüftung und Wärmerückgewinnung mehr. Und zwar können Sie deswegen einfrieren, weil wenn Sie die rausströmende Abluft nicht nur bis 0 Grad abkühlen, sondern noch weiter abkühlen, weil Sie so einen tollen Wärmeübertrager haben, es sein kann, dass dann der Wasserdampf, der in der Luft drin ist, nicht nur zu Kondenswasser auskondensiert, was irgendwo abfließt, sondern sogar zu Eis gefriert. Und wenn es im Wärmeübertrager Eisbildung gibt, dann verstopft der Wärmeübertrager durch das Eis, dann geht keine Luft mehr durch. Und wenn man Pech hat, geht was kaputt. So, das Problem war also, wie kann man gerade dann, wenn man die Wärmerückgewinnung am dringendsten braucht im kalten Winter, sicherstellen, dass die nicht vereist? So, man kann es dadurch verhindern, dass man die kalte Außenluft, die von außen kommt, so weit vorwärmt, dass sie die rausströmende Abluft gar nicht so stark abkühlen kann, dass diese vereist. Man braucht also eine Vorwärmung der angesaugten Außenluft. Wie kann man sowas machen? Die konventionellste Methode dafür war, dass man in Lüftungsanlagen ein elektrisches Vorheizregister einbaut. Dieses hat einen Temperaturfühler und misst, wie kalt ist denn die angesaugte Außenluft und wenn die zu kalt ist, sodass das Risiko der Vereisung besteht, wurde die Luft einfach elektrisch vorgewärmt. Das funktioniert sehr gut, sehr zuverlässig. Gibt es auch feinfühlige Sensoren dafür, dass man nicht zu viel Strom verbraucht. Aber es braucht eben Strom. Und es taugt auch nur zur Vorwärmung. Im Sommer kann man damit nichts anfangen.
Warum das auch mit dem Sommer zu tun hat, erkläre ich gleich noch. Also elektrische Vorwärmung war die Alternative dazu, die wir eigentlich vermeiden wollten, weil Strom teuer ist. Man kann die kalte Außenluft auch mit einem Heizregister vorwärmen, durch das Heizungswasser durchfließt. Dann muss man eben Gas oder Öl aus der Heizung investieren, um das Wasser warm zu machen, das dann die Luft vorwärmt. Und man muss bei solchen Systemen sehr aufpassen, dass einem das Heizungswasser hier drin nicht einfriert. Durch schlechte Regelung zum Beispiel. Denn das wird ja hier auch stark abgekühlt. Und man will die Luft auch nicht zu stark erwärmen. Wenn man sehr heißes Wasser durchschickt, friert das nie ein, aber dann wird die Luft unnötig warm hinten. Weil wenn die vorerwärmte Luft wärmer als auf 0 Grad oder 1 Grad erwärmt wird, dann hat das wiederum Nachteile für die Wärmerückgewinnung der Lüftung. Dann kann die nämlich nicht so effizient arbeiten. Die Wärmerückgewinnung in der Lüftung arbeitet dann besonders effizient, wenn sie aus der Abluft so viel Wärme wie möglich rausholt, aber gerade nicht einfriert. Das ist der optimale Betriebszustand, wenn es draußen sehr kalt ist. Und das ist mit so einem wassergeführten Heizregister nicht ganz einfach zu steuern, dass das Wasser nicht einfriert und die Luft trotzdem nicht zu warm wird. Ja, und dann kam ich auf die Idee, wir haben doch noch eine Wärmequelle zur Verfügung, die uns die gewünschte Temperatur sogar umsonst anbietet, nämlich die Erde. Die Erde hat im oberflächennahen Bereich, so in 1,5 Meter Tiefe, schon im kältesten Winter bei uns in Norddeutschland 5 Grad, 6 Grad. Wenn man 2 Meter tief gräbt, vielleicht sogar 7 Grad. Und wenn man mitten unterm Haus eine Schlange verlegt und dort Wärme herholt, sogar 8 oder 9 Grad. Ne? Wenn man eine Tiefenbohrung macht für eine Wärmepumpe, dann kriegt man da sogar 8 oder 9 oder 10 Grad Rücklauftemperatur raus. Alleine von der Wärme der Erde, ohne dass man Gas, Öl oder Strom reinstecken muss. Und da habe ich mir überlegt, wie kann ich diese lauwarme Wärme, die die Erde bereitstellt, nutzbar machen? Ja, und so kam ich auf die Idee mit dem Sohle-Luft-Wärmetauscher. Hier habe ich eine Kurve gezeichnet über den Jahresgang. Außenlufttemperaturen, kalt im Winter, heiß im Sommer, dann wieder kalt am Ende des Jahres. Und die Erdtemperatur, die habe ich bei mir im Garten gemessen über viele Jahre. Die schwankt bei mir in 1,5 Meter Tiefe zwischen Minimum 4 Grad, wenn ich sie im Winter stark Wärme entziehe, und Maximum etwa 12, 13 Grad, wenn ich im Sommer damit kühlen möchte. Und diese Temperatur ist dann, wenn es kalt ist im Winter, hoch genug, um eben die kalte Außenluft vorzuwärmen. Und im Sommer ist sie kühl genug, um heiße Außenluft damit vorzukühlen. Ich kann also, wenn ich Erdwärme nutze, nicht nur im Winter für den Frostschutz, sondern auch im Sommer für den Komfort, einen Nutzen daraus ziehen. So, auf die Idee war ich nicht als Erster gekommen. Es gab nämlich schon immer Pläne, wie man kalte Außenluft nicht allzu kalt ins Haus lässt, sondern mit der Erde vorwärmt. In Frankreich gibt es einen Fachausdruck dafür, Puits canadien. Canadien kommt, heißt kanadisch, ne? Kanadisches Rohr. Die Kanadier haben im bitterkalten Kanada schon vor 100 Jahren ausgehöhlte Baumstämme und andere Rohre in der Erde vergraben, um durch diesen Luftkanal die Ansaugluft für ihre Blockhäuser zu ziehen, sodass sie nicht so eine kalte Außenluft beim Lüften ins Haus kriegen. Also daher kommt diese Grundidee. Wer die dort erfunden hat, weiß ich nicht. Ne? Aber das Puits canadien ist, glaube ich, die älteste Quelle, die mir zumindest bekannt ist dafür. Ja, wie funktioniert das? Ganz einfach. Man saugt die Außenluft irgendwo im Garten an. Hier so ein Ansaugturm mit Luftfilterchen vorne dran, dass kein Dreck reinkommt. Legt diesen Luftkanal durch eine längere Strecke durch die Erde, natürlich möglichst tief und möglichst lang, und führt die Luft dann ins Haus. Und wenn der richtig dimensioniert ist, kann man zum Beispiel eine minus 12 Grad kalte Außenluft problemlos auf 0 Grad vorwärmen. Energetisch funktioniert das. Dies gab es auch in Deutschland schon groß und kleintechnisch. Also ich will mal ein paar Beispiele zeigen, dass man mal die Dimension sich vorstellen kann. Das ist ein großer Verwaltungsbau der Bundesbahn in Hamm, 2005 errichtet. In dessen Garten und um ihn herum haben sie eine große Menge Rohrleitungen verlegt. Hier ist die Skizze davon, da ist ein Foto von der Baustelle. Und diese Rohre alle in einem Sammler zusammengeführt und von diesem Sammler aus geht es in die Lüftungsanlage dieses Hauses.
Der hat 26 mal 75 Meter Rohre verlegt mit 20 bis 30 Zentimeter Durchmesser in 3 bis 4 Meter Tiefe, schiebt da Luft, 16.500 Kubikmeter Luft durch, ne? Und die haben es benutzt, um im Sommer damit zu kühlen, können im Winter damit aber auch die Luft vorwärmen, ne? Also großtechnischer Anwendungsfall in Deutschland 2005. Anderes Beispiel. Die Firma Hübner in Kassel hatte auch diese Idee und hat auf ihrem Betriebsgelände zwei riesengroße Betonleitungen vergraben, durch die sie die Ansaugluft für ihre Lüftung durchsaugen. 2 mal 50 Meter Betonrohr, 1 Meter Durchmesser in 3 Meter Tiefe vergraben, schieben da 6000 Kubikmeter Luft durch und kriegen 10 kW Kühlleistung hin. Nicht besonders viel für den großen Aufwand, aber immerhin ein bisschen Kühlleistung. Das waren so alles mutige Pioniere, ne? Oder die Firma Wagner und Co. in Kassel, ein Solaranlagenhersteller, damals hat 2002 für sein Verwaltungsgebäude auch so eine lange unterirdische Luftansaugstrecke gebaut, auch aus Betonrohren. Ne? Dreimal Betonrohr, 34 Meter lang für 6000 Kubikmeter Luftstrom und hat im Sommer damit auch einen Kühleffekt von 17 kW hingekriegt. Wir haben bei unseren Kunden auch schon so ein frühes Projekt. Das ist in der Passivhaussiedlung in Bocholt, die wir begleitet haben. Da haben Leute im Garten von einem Doppelhaus, hier hinten stehen Doppelhaus, zwei Doppelhaushälften, zweimal solche Register von Kunststoffrohren im Garten im Sandboden verlegt und saugen durch diese ihre Ansaugluft an, und haben damit auch den gewünschten Kühl- und Vorwärmeffekt, erreicht. Allerdings ist ihnen dann bei einem ganz starken Regenereignis mal Dreck reingekommen und sie mussten die Anlagen nachher wieder stilllegen, weil die verwendeten Rohre leider nicht gegen von außen drückendes Wasser dicht waren. Die hatten nur Dichtungen, die das Wasser von innen nicht rauskommen lässt, so ein typisches Abwasserrohrdichtung, ne? Aber waren nicht gegen drückendes Wasser von außen dicht. Es gibt allerdings solche Rohre auch, die das können, ne? Und dann hat, als es dann verschmutzt war, haben sie gemerkt, sie können diese Rohrregister unterirdisch gar nicht nachträglich sauber machen. Und das war das allergrößte Problem, dass sie seither ihre frische Ansaugluft für das Haus durch ein verschmutztes Rohrsystem angesaugt haben, in dem es zudem noch feucht geworden war. Und das ist natürlich für die Verkeimung von der Luft überhaupt unangenehm. Deswegen ist die dann auch stillgelegt worden. Ja, und das ist bei dieser ersten Generation der Luft-Erdwärmetauscher. Das Hauptproblem, dass im Winter zwar, wenn kalte Luft beim Durchströmen durch die Erde warm wird, dass da innen drin alles schön trocken bleibt, aber im Sommer, wenn man damit kühlen will und die heiße Luft hier in dem Erddurchströmungsbereich kalt wird, dass dann hier unten Kondenswasser ausfällt und dieses Rohr über längere Zeit in einem feuchtwarmen Milieu ist und das Kondenswasser auch hier lang fließen will und irgendwo abgeführt werden will, wenn man da unten nicht eine Pfütze drin haben will, die gammelt. Und das ist ein hygienisches Problem. Ne? Luftleitungen sind Lebensmittelleitungen, weil Luft ist ein Lebensmittel für uns. Und Luftleitungen müssen absolut sauber sein. Und zwar über Jahrzehnte. Ne? Und deswegen hat sich dieses System nicht bewährt. Also zumindest ist es problematisch. Ne? Man kann versuchen, es möglichst perfekt zu bauen mit geeigneten Rohren, mit sicherem Gefälle, dass das Kondenswasser zur tiefsten Stelle fließt, mit einem Kondenswasserablauf, der nicht nur ein Gully ist. Man will ja seine Frischluft nicht über irgendeinen Abwassergully beziehen, ne, sondern einen sauberen Kondenswasserablauf. Und es sollte inspizierbar und reinigungsfähig sein, aber es ist nicht einfach zu machen. Aus diesen Problemen, die wir da gesehen haben, entstand die Idee für den heutigen Sole-Erdwärmetauscher. Wir haben uns gesagt, wir wollen keine Durchleitung des Lebensmittelfrischluft durch unzugängliche und schwer sauber zu haltende Leitungen, Erdleitungen. Wir wollen der Erde die Wärme vielmehr über Sole, also über einen Flüssigkeitskreislauf entziehen. Eine Flüssigkeit in einem Rohr, die Frostschutzmittel enthält, deswegen nennen wir es Sole. Also ist kein Salz drin, es wird nur Sole genannt, umgangssprachlich, ne? Und diese von der Erde erwärmte Sole oder gekühlte Sole überträgt dann ihre Wärme an die vorbeiströmende Luft in einem Sole-Luftwärmeübertrager als Teil der Lüftungstechnik. So eine Art Autokühler in der Kiste, ne, wo diese Flüssigkeit durchfließt und die Luft auch durchfließt und die Luft dann von der Flüssigkeit die Wärme oder Kälte übernimmt. Der Vorteil dieser zweiten Generation, keine Hygienerisiken mehr, alles in einer zugänglichen Kiste leicht sauber zu machen, ne, viel besser regelbar, weil wir den Volumenstrom der Sole, die da durch die Erde gepumpt wird, steuern können.
auch preiswerter, weil der Tiefbau viel einfacher ist. Man kann diese Leitung auf- und abwärts legen. Wir brauchen kein Gefälle, keine Geradlinigkeit. Also man kann jeden Baugraben nutzen, um dann Schlauch reinzulegen, ne? Alle Baugräben, die sowieso gerade aufgegraben werden. Ja, die Komponenten sind einfach kleiner. Und der Stromverbrauch, der dabei anfällt, ist völlig unbedeutend. Also es braucht natürlich ein bisschen Strom. Der große Luftkanal der Erde hatte allerdings auch einen Strömungswiderstand und hat insofern auch ein bisschen mehr Ventilatorstrom gebraucht, ne? Ja, das war also der Wechsel von der ersten zur zweiten Generation. Keine Luftkanäle mehr durch die Erde, sondern ein Schlauch durch die Erde, der in einem Sole-Luft-Wärmeübertrager die Außenluft vorkühlt oder vorwärmt, je nach Jahreszeit. So, woraus besteht ein Sole-Luft-Wärmeübertrager oder Sole-Erdwärmetauscher? Er besteht aus der Erdleitung, einem Schlauch, der vergraben wird, ne? Zeige ich gleich noch wie, aus einer Pumpe, die die Flüssigkeit im Kreis rumpumpt, aus einem Luft-Flüssigkeits-Wärmeübertrager, also Kühlregister-Heizregister, das dann die Luft eben in der Temperatur verändert, und aus einer Regelung, die hinten die Temperatur misst und dafür sorgt, dass hier im Winter nichts kälter als plus 1 Grad ankommt und im Sommer nicht wärmer als, das kann man sich dann einstellen, ne? Wie stark man damit kühlen will. Und anhand dieser Temperatur, die hier gemessen wird, wird die Pumpe stärker oder schwächer rauf und runter geregelt, sodass die erforderliche Solemenge dafür herbeigepumpt wird, egal wie stark die Lüftung gerade läuft. Das war unsere Idee, die haben wir in einem Forschungsprojekt zunächst probiert, erzähle ich gleich noch. Ja, wie kann man die Soleleitung verlegen? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ne, je nachdem, was am billigsten ist, wo man gerade sowieso einen Graben hat oder wo man einen Graben kostengünstig herstellen kann. Ich will mal sechs Fälle zeigen. Fall 1, Neubau mit Keller. Rund um den Keller ist am Anfang ausgeschachtet. Diese Tiefe, 2 Meter, 2,50 Meter hier, steht zur Verfügung. Eine wunderbare Tiefe, sehr schönes Temperaturniveau bereits. Man legt dann einfach durch die Kellerwand den Schlauch raus, wickelt ihn zweimal ums Haus rum und führt ihn wieder rein und schüttet ihn ein bisschen mit Sand zu, dass die Rohre geschützt sind, bevor man wieder die Erde und die Steine draufschüttet, ne? Also das ist eigentlich der Idealfall, wenn man ein Haus mit Keller neu baut. Wenn man nicht neu baut oder keinen Keller hat, dann kann man auch im Garten einen Graben ziehen, möglichst 1,50 Meter tief, wenn die Erde stabil ist, vielleicht auch 2 Meter tief. Und in dem Graben zieht man den Schlauch einmal oder zweimal hin und her. Man kann ihn auch in zwei verschiedenen Höhenlagen übereinander legen, wenn man tief baggern kann. So habe ich es bei mir im Garten gemacht. Ich hatte habe so einen länglichen Garten, da ist der Baggerführer einmal mit dem Minibagger lang gefahren und hat den Graben ausgehoben. Da haben wir den Schlauch reingetan, dann hat er mit dazu geschüttet und dann war es schon fertig, ne? Wenn man gar keinen großen Garten hat oder auch keinen Keller hat, kann man die Soleleitung auch unter dem Haus als Spirale oder als Mäanderform verlegen. Denn unter dem Haus ist es im Winter wesentlich wärmer als im Garten, weil der Garten ja zum Nachthimmel hin auskühlt, und unter dem Haus ist ja das Haus drüber und isoliert und kommt sogar von oben Wärme runter, ne? Also hier ist im Winter eine sehr schön warme Fläche unter der Bodenplatte. Dafür braucht man eben so viel mehr Ausschachtung, ne, dass man ein bisschen tiefer ausschachtet, die Schlange dort verlegt, ein bisschen Sand drüber schüttet, und dann kann man die Wärmedämmung und die Bodenplatte drauf machen. Seltener ist der Fall, wo Häuser auf Betonpfählen, auf Bohrpfählen stehen. Das haben wir in Hamburg ein paar Mal gehabt, auf Elbinseln, wo der Bauuntergrund sehr unsicher war. Da haben die solche Betonpfähle in die Erde gebohrt, um da das Haus draufzustellen. Und die Betonpfähle haben so 40, 50 Zentimeter Durchmesser ursprünglich, und da kommt ein Armierungsgewebe rein, und da kann man in der Mitte auch die Soleleitung mit runterschlängeln. Da kommt man auch in schöne Tiefen runter und hat eine schön große wärmeübertragende Fläche, und außerdem ist das Rohr durch den Beton wunderbar geschützt, wenn der dann zugegossen ist. Im häufigen Fall haben wir noch in Häusern mit Wärmepumpe. Wenn jemand eine Sole-Wasserwärmepumpe hat und eine Tiefenbohrung macht, um die Wärme für seine Wärmepumpe aus der Tiefe der Erde hochzuholen, dann kann man an die Soleleitung, die hier aus der Tiefe kommt, nicht nur die Wärmepumpe anschließen, sondern auch diesen Sole-Luft-Wärmeübertrager anschließen. Der braucht ja viel weniger Energie als die Wärmepumpe. Das ist also keine große Zusatzbelastung. Muss man vielleicht, was weiß ich, 3 Meter mehr bohren, aber nicht viel. Und hat übers ganze Jahr, über den ganzen Winter eine sehr angenehm hohe Temperatur zur Verfügung, weil aus der Tiefe kriegt man meistens doch 7 bis 8, manchmal sogar 10 Grad Temperatur im Rücklauf.
Das reicht also im Winter ganz locker für die Frostfreihaltung der Luft. Dann gibt es auch noch einen selteneren Fall, dass jemand im Garten nur wenig Fläche zur Verfügung hat und dafür so eine kompakte Mulde ausschachtet und da Spiralkollektoren reinlegt. Das kennt man auch von Wärmepumpen, ne? Kann man auch machen. Man sollte nur nicht zu nah an die Oberfläche kommen, denn die Oberfläche der Wiese wird im Winter schon kalt, ne? Oder man kann, wenn man eben nicht sehr tief baggern kann, da oben drüber eine Dämmstoffschicht legen, nachdem man Sand und Erde aufgeschüttet hat, sodass die Wärme, die von unten her hier hinkommt, nach oben zum kalten Nachthimmel nicht so schnell entweicht. Also das sind die 6 Verlegemöglichkeiten, die wir haben. Um den Keller, im Graben, unter der Bodenplatte, in Pfahlbohrungen, angeschlossen an die Tiefenbohrung einer Wärmepumpe oder mit einem Spiralkollektor. So, jetzt will ich mal ein paar Beispiele zeigen. Das ist das erste Beispiel. Mein eigenes Häuschen, was ich in 1998 in Detmold gebaut habe, ein kleines Passivhaus. Da haben wir hinten im Garten mit einem Minibagger einen Graben gezogen, haben diese PE-Leitung, 32 mm Durchmesser, da einmal hin und her geschlängelt und da alles wieder zugeschüttet. Wir haben nur 40 Meter Leitung verbaut, ist auch ein kleines Haus, ne? 32 mm Durchmesser, 1,5 Meter Tiefe. Und meine Lüftungsanlage zieht etwa 70 Kubikmeter Luft für 1 bis 2 Personen. Die kann, hat sie jetzt seit 24 Jahren, läuft diese Anlage ohne Störung. Dieses Projekt ist damals vom Forschungsministerium Nordrhein-Westfalen von der Arbeitsgemeinschaft Solar gefördert worden. Und das war die, ja, die Grundlagenforschung gewissermaßen dafür, dass wir dieses System dann entwickeln konnten. Vielen Dank an den Steuerzahler von Nordrhein-Westfalen nochmal. Ne? Der hat uns das damals ein bisschen gesponsert. Ja, diese Anlagen gibt es zwischen ganz viele. Das ist ein Beispiel eines Hauses in Haltern. Da ist um den Keller rum 120 Meter, zweimal ums Haus rumgelegt worden, in 2,5 Meter Tiefe. Also ist eigentlich der Idealfall. Ne? Und das Haus hat eine Lüftungsanlage mit 160 Kubikmeter Luftstrom. Hier, das ist der Baugraben neben dem Keller. Hier ist die Kellerwand, hier ist die Erdanschüttung. Ne? Hat da die Leitung so 50 cm auseinandergelegt und dann wird das Sand drüber geschüttet und dann war es das. Inzwischen sind diese Anlagen auch in vielen Großgebäuden verbaut. Das ist ein Seniorenheim in Hannover, nicht unterkellert, wo unter der großen Bodenplatte solche Schläuche verlegt worden sind, 1200 Meter Soleleitung insgesamt für 2500 Kubikmeter Luftstrom. Auch diese Anlage läuft inzwischen schon 20 Jahre. Hier sehen Sie so eine Baustahlmatte auf die Erde gelegt. Die hat man hingetan, weil dieses Rohr, wenn man es ausrollt, ziemlich sperrig ist und nicht gerade liegen mag. Dann kann man das immer mit einem Bindfaden so festbinden, dass das so liegen bleibt, wie man es haben möchte. Das ist eine große Turnhalle in Laatzen. Das sind 1000 Meter PE-Soleleitung unter der Sohlplatte verlegt worden. Dieses Bild gehört hier dazu, ne? Die an einem Sammler dann zusammengeführt werden. Und diese gesammelte Sohle ist dann in der großen Lüftungsanlage von dieser Turnhalle in einem Luftvorheizregister, da wird sie hingeführt. Also hier ist kein separater Sohle-Luftwärmeübertrager davor gebaut, wie bei den kleinen Häusern, sondern hier ist es in die große Lüftungsanlage als Vorwärme- oder Vorkühlregister einfach als Bauteil integriert. Das haben wir bei den großen Anlagen eigentlich überwiegend. Da gibt es von den Lüftungsanlagenherstellern solche Elemente, die man dazwischen bauen kann, die man dafür nutzen kann. Kühlregister, Heizregister. Der größte Einzelauftrag, den wir mal hatten, war, als das Lodenareal in Innsbruck mit 190 Apartments in Passivhausbauweise gebaut wurden. Die haben 18 verschiedene Lüftungsanlagen auf den Dächern jeweils für übereinanderliegende Wohnungen. Und dann haben wir so große Wärmetauscher für die geliefert, die jeweils 2000 bis 3000 Kubikmeter Luftstrom für so einen Treppenhausstrang vorwärmen oder vorkühlen können. Hier ist noch eine Besonderheit, dass die nicht Sohle mit Frostschutzmittel durchscheuchen, sondern Grundwasser durchscheuchen. Also die haben, weil hier unten drunter der Inn fließt, also das ist ein Kiesbett in diesem ganzen Flusstal. Und da ist so eine starke Grundwasserströmung, dass sie also aus dem Grundwasser genügend Wärme entziehen können. Hier ist nochmal eine Turnhalle in Detmold, wo im Garten neben der Turnhalle, also nicht unter der eigentlichen Bodenplatte, solche Schlangen verlegt wurden. Und die wurden dann auch in die zentrale Lüftungsanlage eingeführt, die da oben auf dem Dachboden steht. Hier mal ein Beispiel mit Tiefenbohrung, also mit Betonbohrpfählen. Das ist in Hamburg-Harburg.
Da wurden Häuser auf solche Bohrpfähle gestellt. Die Bohrpfähle haben so 40 cm Durchmesser. Und in den Bohrpfählen werden Leitungen angebunden, die nachher vom Beton umflossen sind, die die Wärmeübertragung mit sich bringen. Das ist ein Werksbild von der Firma Rehau. Das habe ich nicht selber fotografiert. Rehau baut solche Komponenten für solche Geothermie-Leitungen. Ja, dann haben wir noch viele andere Kunden mit unterschiedlichen Randbedingungen. Das war jemand in Australien, der hat da so ein Ferienhaus, so ein Hotel. Und der ist mit seinem Minibagger das alles selber gemacht und sein Hund hat ihm zugeguckt. War ein sehr netter Mensch. Ich habe mit dem öfters telefoniert. Der hat das Ganze in Eigenleistung gebaut. Das war eine Kindergarten in Hannover, in der Nähe von Hannover, wo früher mal ein Hallenbad gestanden hat. Da gab es eine ganz tiefe Ausschachtung, weil das Hallenbad haben sie weggerissen. Und da hat man in dieser unteren Lage schon mal sehr tief unter dem Boden, etwa 4,5 Meter unter der Erdoberfläche, Leitungen zerlegt. Da ist noch natürlich richtig schön warm im Winter, ne? Und es hat dann verschiedene Höhenniveaus gehabt. Und das hier war in Korea, da bin ich mal hingeflogen, weil die das da auch kennenlernen wollten. Und das ist eine Behindertenschule in Bega im Kreis Lippe, wo gerade unter dem künftigen Gebäude die Leitungen verlegt wurden und zu dem Sammler hingeführt wurden. Da kam aber erstmal der Winter, dann wurde noch nicht weitergebaut. Ja, da sind bloß die Leitungen erstmal in der Erde gewesen. Ja, wie sieht es bei so einer Anlage nachher im Keller aus? Das zeige ich mal am Beispiel eines normalen Einfamilienhauses. Das ist der Lüftungsanlage von einem Einfamilienhaus in Passivhausbauweise. Hier, das ist die Lüftungsanlage. Das ist der Sohle-Luftwärmeübertrager. Der kriegt hier von rechts durch die Außenwand die Außenluft. Hier drin wird die von der Sohle, die über diese Leitung angeflossen kommt, vorgewärmt, ne? Und die vorgewärmte Luft geht dann in die Lüftungsanlage rein, wird hier durch die Wärmerückgewinnung noch weiter erwärmt und strömt dann als Zuluft ins Haus. Hier sieht man die drei Komponenten, die Sie im Keller finden, nämlich den Wärmeübertrager, die Regelung, die Temperatur misst und die Pumpe steuert und hier unten dann die Pumpe, die den Sohlekreislauf im Kreis rumfließen lässt. Das sind die drei wesentlichen Komponenten. Ja, wir haben dann, nachdem das Experiment mit meinem Haus gut funktioniert hat, eine kleine Produktion aufgebaut. Zunächst haben wir Teile zugekauft, dann haben wir Teile selber weiterentwickelt und heute haben wir zwei sehr spezielle Teile, nämlich einen toll funktionierenden Sohle-Luftwärmeübertrager und eine ganz toll funktionierende Regelung dafür, die sehr feinfühlig, stromsparend die Sohle zum Zirkulieren bringt. Pumpengruppe ist ein Standardbauteil mit eben einer elektronisch geregelten Pumpe drin. Und wenn Leute größere Häuser haben, können wir auch große Wärmetauscher bis 2 Quadratmeter Luftkanalgröße liefern. Inzwischen haben wir etwa 4000 Anlagen verkauft, also aus dieser Schnapsidee bei meinem kleinen Passivhäuschen ist doch ein kleiner Gewerbebetrieb geworden, den ich hier nebenher betreibe. Ich bin keine große Firma geworden damit, ne? Ich bin ein kleiner Betrieb geblieben. Ich hatte zwischendrin mal Angestellte, die das gemacht haben. Inzwischen mache ich es noch selber, ne? Ja. Das ist meine Werkstatt, da schrauben wir die Dinger zusammen, die bauen wir also selber. Ne? Lassen wir uns die Gehäuseteile, die Innereien, lassen wir uns liefern von Spezialzulieferern und bauen sie zusammen. Und die elektronischen Regler bauen wir auch selber, da haben wir einen Partner in Göttingen, die Firma Messwert, die das für uns baut. Ja, ich will aber nicht Eigenwerbung nur machen. Das ist für mich auch nicht so furchtbar wichtig, weil ich mache das eigentlich mehr aus Spaß. Ich wollte nicht unbedingt Fabrikant werden. Ich bin ja eigentlich Energieberater von Herzen, ne? Deswegen zeige ich Ihnen auch mal die Konkurrenzprodukte. Also die Konkurrenz hat uns das nachgemacht. Leider habe ich versäumt, damals ein Patent anzumelden, ne? Ich hätte es eigentlich patentieren lassen können. Ärgerlicherweise hat jemand anders nachher versucht, ein Patent anzumelden und hat das sogar angemeldet, obwohl das gar nicht seine Erfindung war. Aber ist egal, streite ich mich nicht rum. Und inzwischen bieten mehrere große Firmen, Maiko, Helios, Plugit, Zehnder, Innovatech, Ventilation Nord ist ein kleiner Hersteller und vielleicht sogar noch weitere, die ich gar nicht kenne, solche Teile an. Ne? Manchmal in einer großen Kiste alles drin, ne? Sieht man halt nur die Kiste. Ne? Manchmal als loses Komponentensystem, so wie wir es auch machen, also Wärmeübertrager, Regler, Pumpen als separate Elemente, ne? In unterschiedlicher Art. Im Regelfall alle in der Leistungsgröße Ein- und Zweifamilienhäuser, Luftmengen 100 bis 300, 400 Kubikmeter ungefähr. Ne? Richtig große Anlagen, wie wir sie auch liefern können, macht, glaube ich, außer uns niemand oder eben jedenfalls nicht regelmäßig. Ne? Ja, zum Schluss nochmal die Zusammenfassung. Was soll das Ding? In Erinnerung, im Winter soll es kalte Luft durch erdwarme Sohle
so weit vorwärmen, dass die Lüftungsanlage dahinter nicht einfriert, sodass sie im kalten Winter die Wärmerückgewinnung nutzen können. Und im Sommer soll es die heiße Außenluft mit Erdkühlersohle so weit vorkühlen, dass sie im Haus keine zusätzliche Hitzelast durch heiße Außenluft haben, wenn es schon ohnehin so heiß ist draußen. Ne? Und das funktioniert gut. Mit 7,50 € Pumpenstrom im Jahr haben Sie Frostschutz und sommerlichen Luftkomfort. Können wir das hinkriegen im Einfamilienhaus? Ja, das war dieses Video. Ich hoffe, es war neu für Sie, es war interessant für Sie. Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken. Wenn Sie weitere Videos angucken wollen oder weitere Fachinformationen zu Altbau- und Neubaufragen haben, gehen Sie auf unsere Website NEI-DT, also Niedrigenergieinstitut Detmold. In die Rubrik Fachinformation, das verzweigt sich dann weiter. Wenn Sie Beratung wünschen, wir machen auch also entgeltliche Beratungen zu allen möglichen Themen, Neubau, Altbau, Sanierung und auch Lüftungstechnik, Solar-Erdwärmetauscher, gucken Sie da in der Rubrik Dienstleistungen nach. Und wenn Sie irgendwas machen wollen, was von der KfW gefördert wird, dann müssen Sie sich einen Energieeffizienzexperten suchen. Den finden Sie auf energieeffizienzexperten.de. Das bin ich nicht. Dieses biete ich Ihnen nicht an. Gut, dann hoffe ich, dass Sie eine Lüftungsanlage haben oder bauen werden und dass Sie einen Sole-Luftwärmetauscher dazu bauen werden, denn dann können Sie diese Vorteile auch nutzen. Auf Wiedersehen.